Herr Abgeordneter Hannes Amelsbauer. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, liebe Zuseher, vorweg möchte ich mich bedanken bei den rund 200.000 Bürgern, die dieses Volksbegehren namens Asylstraftäter sofort abschieben unterzeichnet haben. Und es ist eigentlich traurig, dass wir über das überhaupt diskutieren müssen und dass es die Bürger braucht, die diese Diskussion hier entfachen, um uns hier im Parlament zu sagen, was ja ohnehin logisch sein sollte. Nämlich, dass wir jene, die sich hier nicht an unsere Spielregeln halten und unsere Werte und unsere Gesetze strafwillig werden, zu Verbrechern werden, nicht rauswerfen aus unserem Land, sondern einfach hier bei uns weiterhin ihr Unwesen treiben dürfen. Und es würde jetzt meine Redezeit bei Weitem überschreiten, die gesamten Falschmeldungen des Kollegen Gödel von der ÖVP hier richtig zu rücken. Faktum ist, die ÖVP, die Zahlen lesen, Herr Kollege Gödel, das sollten Sie mir machen, die Zahlen belegen ganz klar, dass die ÖVP die Hauptverantwortung trägt für die Masseneinwanderung, die illegale nach Österreich aus aller Herren Ländern der letzten Jahre. Platz 1. Den unrühmlichen Platz 1 in der Statistik der meisten Asylanträge hat der derzeit amtierende Innenminister Karner im Jahr 2022 geschafft, mit 112.000 Asylanträgen. Platz 2, Ihre ehemalige Innenministerin Mikl-Leitner im Jahr 2015, an das Jahr können wir uns auch noch gut oder eigentlich schlecht erinnern. Und Platz 3, ebenfalls der Herr Karner im Vorjahr. Die Top 3 Plätze ÖVP und übrigens auch die Plätze 4 und 5 befüllt die ÖVP. Die einzigen, die in dieser Zeit seit 2015, der einzige, der es geschafft hat, die Asylanträge deutlich nach unten zu drücken, mit der klaren politischen Zielvorgabe Richtung Null, war Herbert Kickl. Das ist aus allen Statistiken klar hervorzusehen. Und jetzt noch einmal auf das Volksbegehren konkret. Ja, was wird denn gemeint, mit Asylstraftätern abzuschieben? Der Herr Einwallner hat vorher gesagt, ne, das ist zu schwammig definiert, welche Form der Straftat. Ich sage es Ihnen, Herr Einwallner, jede Form einer Straftat muss zur Beendigung des Aufenthalts unter dem Deckmäntelchen des Asyl führen. Jede Form einer Straftat. Wer sich hier nicht an unser Hausrecht, an unsere Spielregeln, an unsere Werte und vor allem an unsere Gesetze hält, der hat nichts verloren. Und auch die Schweren, weil das Argument immer kommt, die Strafe gehört verbußt. Ja, jüngstes Beispiel, wir haben ja viele traurige Beispiele. Die Mörder der jungen Leonie, die ja viele schon vergessen haben. Oder der Dreifachmörder aus Afghanistan, ein Asylwerber, der auch 2022 illegal ins Land gekommen ist, sich hier in die soziale Hängematte gestellt hat, mehrmals auffällig wurde, auch strafrechtlich, und jetzt drei Frauen bestialisch ermordet hat, weil es ihm Stimmen im Kopf gesagt haben. Ja, und das wollen wir dulden. Was wird denn mit dem jetzt passieren, mit diesem Dreifachmörder, der aufgrund seiner Stimmen im Kopf diese Frauen ermordet hat? Ja, was wird mit dem passieren? Dem wird man jetzt einmal eine psychiatrische Behandlung angedeihen lassen, die lange dauern wird, die viel Geld kostet. Es wird ein Gerichtsverfahren geben, das viel Geld verschlingt. Und es wird dann den Maßnahmenvollzug geben, sprich die Gefängnisstrafe. Und wir wissen ja, dass jetzt schon mehr als die Hälfte, deutlich mehr als die Hälfte aller Gefängnisinsassen in Österreich Ausländer sind und keine Österreicher. Ja? Also das heißt, der liegt uns noch jahrelang auf der Tasche und wir wissen auch, in Österreich sitzt ja keiner bis zum Lebensende tatsächlich in Haft. Das ist ein junger Bursch aus Afghanistan. Der wird irgendwann einmal herauskommen, früher oder später, auch trotz des Dreifachmordes. Und den haben wir dann immer noch in Österreich. Und werden wir ihn dann los? Nein, die Afghanen sollen sich darum kümmern, er soll der afghanischen Justiz zugeführt werden. Genau, sagt der Kollege Gödel. Und dann kommt immer das Argument der Gutmenschen, das können wir nicht machen, weil wir können ja nicht garantieren, dass dieser Herr dort eine faire Behandlung erfährt, ein faires Verfahren. Wir können ja nicht ausschließen, dass dem kein Ungemach passiert. Jetzt sage ich Ihnen was, mir ist es völlig egal, was mit dem in Afghanistan passiert. Wir als österreichische Politiker
haben für den Schutz unserer eigenen Bevölkerung zu sorgen und nicht um das Wohl eines Dreifachmörders oder eines sonstigen Straftäters. Das ist uns völlig egal, wie die Justiz in diesen Ländern mit diesen Herrschaften verfahrt. Na, hoffentlich bekommt er eine harte Strafe, weil bei unserer Kuscheljustiz wird das eh nicht passieren. Und der Innenminister Kahner von der ÖVP hat vor gar nicht langer Zeit auch eingeräumt in einem Interview, dass es derzeit de facto nicht möglich ist, nach Syrien und nach Afghanistan abzuschieben. Das heißt, diese ganzen Goldstücke, die wir illegal hereinlassen, werden wir nicht mehr los. Wir als Freiheitliche Partei, wir wollen das ändern. Wir wollen auch nach Syrien und Afghanistan abschieben. Wir wollen diese Leute loswerden und wir wollen schauen, dass diese Menschen gar nicht erst ins Land kommen. Weil wir sprechen ja hier nur über die Ursachen, über die Symptome. Wir sprechen nur über die Symptome. Wir müssen die Ursache bei der Wurzel kämpfen und die Ursache ist die illegale Massenzuwanderung. Die werden wir als Freiheitliche, wenn uns die Bevölkerung den Auftrag dazu erteilt, mit einem Volkskanzler Herbert Kickl unterbinden. Nächster Redner, Herr Abgeordneter Georg Bürstmeier.